meine lieben Kreativhörtchen, schön, dass ihr da seid und hallo an all die Neuen. Schön, dass ihr da seid. Wir basteln heute zusammen das zweite Puzzle aus der Reihe Mechanical 3D Puzzle. Ihr erinnert euch bestimmt, wir haben den Butterfly zusammen aufgebaut. Boah, war der schön. Wenn ihr den noch nicht geschaut habt, ab rüber, schaut ihn euch an. Wir machen heute das Ferris Wheel, also das Riesenrad. Erstmal zu den Hard Facts. Es bewegt sich. Badam. Ist ja auch mechanical. Dann haben wir 177 Teile. Es ist aus Holz und es hat die Schwierigkeitsstufe 3 von 5. Hier haben wir einen Scan-Code. Wenn wir den scannen, kommen wir auf YouTube und sehen irgendwas zwischen 7 und 10 Sekunden der Animation, wie sich das Ganze dreht. Nicht gerade spektakulär, aber okay. Das seht ihr heute auch bei mir. Dann haben wir hier nochmal einen QR-Code. Wenn wir den scannen, kommen wir auf die Seite von Crafts & Co. Schaut da mal vorbei, wenn ihr möchtet. Die haben super, super, super viel an 3D-Puzzeln, Miniaturen, Aufbausachen, alles Mögliche. Mega coole Firma, finde ich echt toll. Sie sind weit mehr als nur eine Firma für Action, sondern es ist wirklich eine eigenständige Firma, ist mega, mega cool. Kann ich nur empfehlen. Von daher, schaut mal drauf. Und das Ganze ist 17 cm hoch, 18, also 17 cm breit, 18 cm hoch und 9,5 cm tief. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Haben schon lange genug gequasselt, zumindest ich, ihr nicht. So, uns fällt auch schon das Stückchen Wachs entgegen. Das benutze ich heute nicht. Ich habe noch das Stück Wachs vom Butterfly da. Und wir müssen ja nichts Neues anfangen. Aber auf jeden Fall gut zu wissen, Wachs. Das brauchen wir tatsächlich bei diesen Sets. Und wenn ihr geduldiger seid als ich, na komm raus. Wie war das mit geduldig? Wenn ihr geduldiger seid als ich, dann wächst es auch ordentlicher ein. Glaubt mir, es wird es euch danken. Also der Butterfly funktioniert ohne Probleme echt gut. Aber so grundsätzlich und generell ist halt diese Geschichte von, joa, es hilft. Es hilft wirklich, dass es sich reibungslos bewegt. Ich sehe etwas, was ich gar nicht mag. Und zwar 580.000 Mal dasselbe Teil. Ja, es ist ein Riesenrad. I know. Ich weiß, was habe ich erwartet? Aber das sieht sehr langweilig aus. Schauen wir mal. So, dann denkt dran, diese Teilchen nicht wegwerfen. Da ist ein Granulat drin, super zum Trocknen, erzähle ich euch jedes Mal. Ich weiß, ihr könnt es garantiert nicht mehr hören. Aber ich finde sowas einfach wichtig. Wenn es gratis dabei ist und man kann damit was anfangen, dann sollte man es doch nutzen. Meine Meinung. Vielleicht seht ihr das anders. So, dieses Mal haben wir keine vier Platten, sondern wir haben fünf Platten. Also die A, die B, die C, die D und die E. Nee, das letzte Mal hatten wir auch fünf Platten, glaube ich. Egal. Also wir haben auf jeden Fall fünf Platten und unsere Anleitung. Und ich denke, wir starten direkt rein. Und zwar müssen wir die A14 rausnehmen. Es freut mich übrigens ungemein, dass euch gefällt, wie ich es euch erkläre. Ich gebe mir wirklich Mühe, dass ich das so erkläre, dass man das versteht und dass das auch alles rüberkommt, wie ich das möchte und meine. Und es freut mich ungemein, dass ihr euch das, dass ihr einfach so einen Spaß daran habt. A12 müsste so eins sein. Genau das hier. Das ist mega, mega toll. Übrigens, zu der Frage, was mache ich mit den Teilchen, weil es gibt ja immer so ein Plus-Teil. Also wir haben die A11 und hier ist die A11 Plus. Ich komme mal ein bisschen näher, dass ihr das seht. A11 ist dieses und A11 Plus. Das heißt, wir haben Ersatzteile dabei. Ist eine super tolle Sache. Finde ich mega, mega cool. Denn wenn uns was kaputt geht, was nun mal passieren kann, passiert mir auch. Tatsächlich nicht mal selten. Öfter als mir lieb wäre. Können wir es ersetzen. Da uns aber nicht ständig etwas kaputt geht, was auch gut so ist,
ist halt einfach dieser kleine Punkt. Klar, es kommt die Frage auf, was machen wir damit? Und ja, die Aussage, wir schmeißen es weg, ist voll legitim. Also wenn ihr es wegschmeißen wollt, alles gut. Wir können aber auch etwas anderes damit machen. Und zwar können wir es ins Basteln einbeziehen. Das werde ich euch die Tage einmal zeigen. Ich muss gucken, wann ich Zeit dafür finde. Und dann, genau, das kleine wird, war ich doch richtig. Und dann zeige und erkläre ich euch, was ich damit mache. Also, wenn ihr sowas habt und auf Mixed Media steht, schmeißt es auf keinen Fall weg. Das ist echt genial dafür. Schon die Hälfte verraten, ist wahrscheinlich überhaupt nicht mehr interessant, aber ich werde es euch trotzdem zeigen und ich freue mich darauf, es euch zu zeigen. Also, hier den kleinen Ring. Ich habe jetzt die A14. Also auf die A14 die D2 und die A12 gesteckt und die A12 habe ich abgeschliffen und jetzt wachse ich sie ein, denn höchstwahrscheinlich wird sich da etwas bewegen. Von daher, so, genau. Und dann brauchen wir schon die ersten großen Teile. Wir brauchen die C1, das ist das Riesenrad, dieses hier. So, Della. Ich bin wirklich mal gespannt, wie das Ganze aussehen wird. So, alles schön an die Seite, damit das nicht im Weg liegt und steht und was auch immer. Alles schön rausmachen. So. Und dann dieses hier. So, und dann brauchen wir die A8. Die A8 ist hier drüben und die A1. A1 ist dieses hier. Das heißt, wir haben schon das erste Teil vom Gerüst selber, also vom Ständer. Kann man das so sagen? Ich denke, ich sage es jetzt einfach so, wie es ist. Und die A8, wo ist sie? Hier. Ich sehe das Teil vor lauter Teilen nicht. So, la. Dann hier alles schön abschleifen, dass wir dann keine Überstände haben. Hier alles schön rausmachen. Weil das brauchen wir ja nicht. Gott, ist das ein kleines Pupsi-Teilchen. Vielleicht habt ihr ja auch Ideen oder macht irgendwas mit den Teilen, die ihr da rausdrückt oder die übrig sind. Schreibt mir super gerne mal in die Kommentare. Würde mich mal sehr, sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Also was ihr da für Ideen habt, ob ihr das überhaupt verwendet oder ob ihr sagt, ist doch alles nur Rest. Warum sollte ich das aufheben? Ich habe so viel, kann ich auch verstehen, um Gottes Willen. Ich glaube, jeder Bastler hat super, super viel. So, dann müssen wir das drin, also hier das Innere und das Drumherum einmal schleifen. Ich habe von diesen kleinen Schleifpapierstücken zwischen so viel, ich könnte damit echt einen Handel aufmachen. Das ist nicht mehr wahr. Und dann Wachs einmal hierauf von außen. Ihr kennt mein Motto bei solchen Dingen, lieber einmal zu viel Wachs als einmal zu wenig und am Ende läuft es nicht. Wartet kurz. Entschuldigt bitte, ich musste nur husten und ich wollte euch jetzt nicht unbedingt ins Ohr husten. Das muss ja nicht sein. So. Dann haben wir es da eingewachst, dann haben wir es da eingewachst. Hier und dort perfekt. Dann haben wir die C1, die kommt hier rauf. Genau deshalb müssen wir es ordentlich einwachsen. Ihr seht, es ist Holz an Holz, damit das ordentlich passt. Dann kommt die A8. Die kommt dann hierauf
Und ich denke, die Jahr 8 werde ich auch nochmal einwachsen. Ich packe da einfach nochmal eine Wachsschicht drauf. Lieber zu viel Wachs als zu wenig. So albern es vielleicht auch klingen mag. So. Und dann packen wir hier nochmal eine Wachsschicht drauf, damit das auch gut hält. So, und da. So, da. Und dann drauf achten. Das ist die Seite mit Motiv. Hier ist kein Motiv. Das Motiv muss nach außen. Und dann stecken wir das durch. Und es hängt dann so. Perfekt, würde ich sagen. Und wir brauchen die A15. Das ist diese Seite hier. Ich hoffe, ihr seht das alles. Ich habe es diesmal ein bisschen weiter oben platziert, damit man alles gut sehen kann, weil das ja auf gut Deutsch dann gleich größer wird. So, und das kann dann hier vorne drauf gesetzt werden. Huch, vielleicht sollte ich auch an dem festhalten, an dem der Druck stattfindet. So, perfekt, passt, wackelt, hat Luft. Und es dreht sich, das Wichtigste. So, dann sind wir hiermit schon mal so weit. Das nennt sich jetzt Teil B. Und wir bauen die erste Gondel. Und ich befürchte, diese Gondeln müssen wir genau 8-mal bauen. Bestehend aus. Gott. Eins. Oh Gott. Das wird Spaß machen. Egal. Diesen Teil. Wir brauchen pro Gondel 6 Stück davon. So, wie viel habe ich denn? 2, 4, 5. Dann brauchen wir noch dieses hier. Und die C6 zweimal. Ich hole das erstmal alles raus, was wir hier brauchen. Und ich weiß jetzt schon, ich habe da keinen wirklichen Spaß dran, 8-mal das gleiche zu bauen. Aber was wollen wir machen? Wir wollen dieses Riesenrad haben. Wir wollen es aufbauen. Auf gut Deutsch brauchen wir die Gondeln. 8 Stück an der Zahl. 2, 4, 6. Perfekt. Hm. 3, 4, 5. Aber was mir jetzt gerade wieder auffällt, ich hoffe, ich beschrei es jetzt nicht. Die lassen sich verdammt gut rausholen. Also echt gut. Wie immer sind diese Sachen echt gut gelasert. Bis jetzt zumindest. Und ich bin, wie gesagt, mit den Sachen echt zufrieden. Ich weiß, das sage ich in jedem Video. Aber ich stehe auch tatsächlich dahinter. Denn ich mag solche 2, 4, ich mag solche Sachen einfach. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich hoffe, ihr wisst, dass wenn ich es nicht gut finden würde, ich das euch auch nicht erzählen würde. Ich glaube, so ehrlich war ich bis jetzt immer. Also so klar war ich auch in meinen Videos, um zu sagen, hey, ich finde das nicht gut. Das funktioniert so nicht. Und ja, dann würde ich das hierüber auch sagen. Finde sie halt mega cool. Zum 500. 1000 Mal. 2, 4, 6. Fehlen noch 2 Stück zum Rausmachen. 2, 3, 4, 5, 6. Habt ihr denn schon Pläne für den Valentinstag? Schreibt mir das super gerne mal in die Kommentare. Würde mich echt mal interessieren, ob ihr den feiert oder ob ihr da eher sagt, so, nee, brauchen wir nicht. Oder vielleicht seid ihr Single.
Oder seht ihr, vielleicht seht ihr das auch wie ich es sehe. Ich bin jeden Tag, also ich zeige meinem Partner jeden Tag, dass ich ihn liebe, wenn ich einen habe. 2, 4. Und warum bräuchte ich dann diesen einen besonderen Tag, an dem ich ihm das zeige? Schreibt es mir super gern mal in die Kommentare. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Weil da gehen die Meinungen tatsächlich sehr weit auseinander. C6. Und ich finde das immer sehr spannend, wie andere Menschen das sehen. Okay. Wir brauchen 2 davon. Pro Dings. Also haben wir... Oh Gott, die Dinger sind fuddelig rauszumachen. Wirklich, wirklich fuddelig. Das meine ich nicht nur so, das ist auch so. Hier. So, dann kommt... Ach, na komm. So. Das nächste, ich will die auch noch nicht alle rausholen, also den kompletten Bereich hier unten, weil ich glaube jetzt nicht, dass es Sinn machen würde. 2. Dann kommt der nächste 2er. Ach. Dann haben wir hier die nächsten 2er, das nächste 2er-Pärchen. Dieses kommt hier hinten hin. Echt, das sind 8 Gondeln. Das ist eine Zahl. 1, 2, 3. Wo sind denn die restlichen? Hier vorne ist noch eins. Vielleicht habe ich mich auch irgendwo verzählt oder es ist eins abhanden gekommen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Also hier habe ich noch eins. Und huch, hier habe ich noch eins. Dann würde ich einfach mal sagen, in Ermangelung von... Okay, hier habe ich eins doppelt gehabt. Hier die hatte ich, da hatte ich auch. Hier zwischen ist mir keins gefallen. Ich gucke einfach mal gleich, sobald ich soweit bin, würde ich sagen. Ich baue die erstmal auf und dann gucke ich, weil hier ist die normale 6, hier ist eine Plus. Wäre ja nicht schlimm, wenn man hier davon ein Plus weniger hätte, als man glauben würde. So. Ach, das ist eben rausgefallen. Das heißt, wir nehmen die und stecken die dann Stück für Stück hier drauf. Sechs Stück. Mal gucken, was einfacher ist, die Stück für Stück drauf zu stecken oder, wie ich es jetzt hier drüben mache, komplett. Okay, für mich ist das eigentlich eine gute Sache. Ich kann das so super machen. Also erst die eine Seite feststecken und dann die andere. So sehen sie aus. Ich zeige es euch nochmal. Ich nehme das erste Teilchen, stecke hier den durch. Dann nehme ich die anderen 5, fädel die, wenn es klappt, Stückchen für Stückchen auf. Nummer 2. Nummer, wie war das mit Stückchen auffädeln? 3, 4. Dann ist hier die 5.
und natürlich die Nummer 6. Und hier das halten, müssen wir halt nur ein bisschen zusammenhalten, damit es sich nicht verschiebt. Und dann können wir es vorsichtig, aber bestimmt durchschieben. So, und schon sitzt es perfekt, passt, wackelt, hat Luft. Also das, was wir wollen. Das machen wir jetzt gefühlt noch 580 Mal. Nein, eigentlich nur noch in Anführungszeichen 6 Mal. 2, 3, 4. Wo ist es? Komm, 5. Und hier ist natürlich die 6. Und dann können wir auch schon das durchschieben, wenn es durchpassen würde. Na komm, geh durch. Perfekt. Passt, wackelt, hat Luft. So. So. Und ich sage jetzt nicht, keine Angst, ich sage jetzt nicht 500 Mal so. Es gibt doch mal einen Soddler. Nein. Dann kommt das hier durch. Wenigstens sind das nicht so Riesensachen, die man wiederholen muss. So, dann kommt das da. Und Schaukel bzw. Gondel für Gondel. Wo habe ich es denn hingeschossen? Gehen wir mal davon aus, dass es das hier ist. Notfalls, ich habe noch 3 Ersatz. Also, da ich sowieso glaube, es fehlt mir eins und ich habe keine Ahnung, wo das hin ist. Okay, 2, weil hier ist auch nur eins. Ah, das war das, bei dem mir das eine fehlte. Ist egal. Wir bauen jetzt die anderen und dann nehme ich mir einfach eins von den Ersatzteilen. So. Ich versuche das wieder als One-Tag zu drehen. Außer wenn ich jetzt kurz Pause mache, um was zu trinken. Beziehungsweise, besser gesagt, um zu husten. Wie eben gerade, damit euch nicht das Trommelfell platzt oder reißt oder sonst irgendwas. Weil Husten kann sehr, sehr laut sein. Ansonsten versuche ich das wie immer eigentlich als ein Teil zu machen, dass ihr wisst, na komm, wie lange ich hierfür gebraucht habe. Deshalb skippe ich das auch nicht. Ja, vielleicht ist es ein bisschen langweilig, aber dass ihr einfach wisst, worauf lasst ihr euch da ein. Wie lange werdet ihr ungefähr brauchen und wie intensiv ist das ganze Zusammenbastelgedöns? Ich finde das immer ganz gut, dass ihr das dann wisst, das ungefähr einzuschätzen. Ich hoffe, das hilft euch und das ist ein positiver Aspekt. Falls ja, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Würde mich mal sehr interessieren, ob euch das lieber wäre, wenn ich diese Teile hier wie 8-mal dasselbe aufbauen skippen würde. Oder ob ihr sagt, finde ich gut, dann weiß ich, wie lange brauche ich. Ist das jetzt ein 5-Stunden-Ding, die gleichen Teile aufzubauen, in übertriebenermaßen? Oder komme ich damit klar und es ist nur eine kleine 5-Minuten-Aufgabe, wie es jetzt hier war? Zumindest so weit. Da kommt ja auch noch was drauf, also was dran. Das ist ja nicht das einzigste Teilchen von der Gondel oder von den Gondeln. So, und
Ich möchte jetzt nichts kaputt machen. Möchte aber auch das Teil nicht irgendwie fetzen. So, habe ich draußen. Perfekt. Und dann können wir es hier einfügen. Geht durch wie Butter. Und wir haben der erste Teil der vier Gondeln. Jetzt kommt Teil Nummer 2 von den Gondeln. Wir brauchen zweimal die B2. Wo ist die B-Platte? Nee, das ist die E-Platte. Das ist die B-Platte. 1, 2, 3. Na komm. 4, 5, 6. Eine Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zweite. Gar nicht, wir haben 8. Okay, vergesst es. 1, 2 und 1, 2. Und wenn ich richtig bin, haben wir einen Ersatz davon. Ich will es auch nicht beschreien, aber ich kann auch verstehen, warum. Also warum nur einen. Jetzt erstmal den ganzen Klimpertsch hier abmachen. So. Hier unten. Das ist halt wirklich so eine Fleißaufgabe, die einen, ach, wie soll man sagen, nicht weiterbringt, stimmt gar nicht. Und das frustriert einen auch nicht. Es ist halt einfach nur so ein bisschen, ja, wir müssen es halt wiederholen. Und nach dem super coolen und total tollen, wie soll ich es sonst ausdrücken? Man hatte sofort ein Erfolgsgefühl. Und nach dem Schmetterling fühlt sich das halt so ein bisschen, ja, naja, du trittst halt jetzt 10 Minuten auf der Stelle, aber danach kommst du weitermäßig an. Was vielleicht gar nicht so schlimm ist, aber nur gerade so. Ach nö, wir müssen auch die hier oben rausdrücken. Die hatte ich total ignoriert. Ist nicht schlimm. So, ich muss es eh jetzt erstmal einwachsen hier. Und zwar gut. Jedes einzelne davon in diesem Loch. Damit gleich, was da reinkommt, nicht aufgerubbelt wird, sondern einfach ohne Probleme sich drehen kann. Erstmal gucken, dann kann ich nämlich gleich die ganzen Kreise, die ich vergessen habe, rausmachen. So. Und hier das nächste. Hier. Huch, das ist irgendwas, da ist einer abgehauen. Vorsichtig wegpacken, ihr wisst, bevor es Wachsflecken gibt. Das würde mich ein bisschen ärgern. Das muss nicht unbedingt sein. Gerade wenn ich hier am nächsten Tag dann mit Papier arbeite oder später mit Papier arbeite, wäre das mega, mega schade. So. Und das hier nochmal und dann wachsen wir das noch schnell, dass ich das auch gut und frei bewegen kann, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier nicht so viel Spielraum dazwischen ist, sondern alles sehr, sehr eng bemessen, sehr eng anliegend, was ja eigentlich tendenziell gar nichts Schlechtes im ersten Moment ist, auch im zweiten und dritten nicht. Das müssen wir halt einfach bedenken, wenn wir das einwachsen. Dass wir das gut machen und dass es dann nicht reibt und keine Probleme gibt. Und ich glaube jetzt nicht, dass es anfängt zu brennen, aber dass es einfach nicht hängt.
wenn ihr wisst, wie ich meine. Dass es einfach nicht hängt, sondern dass es ordentlich läuft und mir ist ein Stück Wachs abgebrochen. Und dass der Mechanismus einfach funktioniert. So. Mir ist ein Stück Wachs abgebrochen. Naja. Hab ja noch genug. Huch. So. Noch das vorletzte. Und das letzte. Und soweit würde ich dann sagen, sind wir mit dem Einwachsen. Ich schiebe das schon mal ein bisschen rüber. Und wir können die C3 rausholen. Jetzt, welches ist die C3? Das hier. Das hier ist alles die C3. 1, na komm, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und zweimal gibt es augenscheinlich Ersatz. So, wie wir den zusammenbauen. Wir achten darauf, hier ist unsere Dings, hier ist kein Motiv, hier ist ein Motiv. Wir setzen das dann hier dran, dass das ordentlich drin steckt. Nehmen dann hier unser Mittelteilchen, unsere Mittelstrebe, setzen das hier ein. Nehmen zweites, achten wieder auf die Außen, also auf das Motiv außen, stecken das rein und haben dann unsere erste Gondel mit dem innen frei beweglichen Teilchen. Und das machen wir jetzt noch 7 weitere Male, was tendenziell eigentlich gar nicht so schlimm ist. Seite 1, wie immer auf die Motive achten. Na komm. Dann dieses hier. So. Und die zweite ist auch schon fertig. Ihr seht, das geht eigentlich relativ fix. Ja. So. Wir dürfen nur nichts vergessen, bevor wir das gleich wieder auseinandernehmen müssen. Was ja passiert, kommt vor, gibt es Schlimmeres, muss nicht. Also so mal ganz, ganz knapp eingefasst. So. Entschuldigt, wenn ich zwischendurch ein bisschen summe. Ich habe, oder rum, was weiß ich. Ich habe im Moment einen Ohrwurm. Ein Ohrwürmchen, besser gesagt. Und ab und zu mal bricht es raus. So, hier, das können wir noch ein Stück durchschieben, genau. Wenn wir darauf achten, dass das ordentlich sitzt, dass das, also dass es abschließt, sitzt es ordentlich, ist dementsprechend fester. Dann die andere Seite. Perfekt. Das vorletzte. Also ihr seht, es geht eigentlich relativ schnell. Wenn man es einmal verstanden hat, wie es zusammengebaut wird und glaubt mir, das ist echt nicht schwer, ihr seht es ja, dann funktioniert das eigentlich super. Und es hält auch. Und man kommt da relativ schnell voran. Na komm, muss ich dich gleich durchdrücken? So,
Passt doch. So. Und so. Und die 8 sind fertig. Sind endlich total süße kleine Teilchen. Och nee, oder? Okay, wir sind noch nicht fertig. Hätte mich jetzt auch gewundert. Wir brauchen diese hier. Die 1. 8-mal. Na komm. 2. 3. 4. 5. 6, ich will jetzt auch nicht so schuddelig und schnell sein, dass mir was rausbricht. 7, das kommt hier rüber und na komm. Und die Nummer 8. Und die E-Platte hat wirklich nur das beherbergt, also ist jetzt auch schon leer. Die Innenteilchen raus. So, dann sind wir hier weit und wir brauchen dann nochmal die C4 und die C4 zweimal jeweils und die C2 einmal. Okay, hier das ist die C2. 1, 2, 3, na komm, 4, 5, 6. 7, 8, perfekt. Und dann brauchen wir die hier, das ist nämlich die C4, zweimal pro Teil. 1, hoppala, 2, so kann man es natürlich auch machen, 3, nicht rausbrechen, das war... 4, 5, ouch, 6, 7, 8, Seite 1, und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und wenn ich richtig bin, haben wir einen Ersatz. Aber ich baue die erstmal zusammen, falls ich mich verzählt habe. Also wir nehmen die hier jetzt und packen das hier dran. Und das kommt hier durch. Ne, mehr davon haben wir auch nicht. Okay. Und dann kommt das hier durch. Jetzt muss ich mal kurz gucken, sind die egal oder sind die nicht egal? Nein, die sind nicht egal. Okay, wichtig. Hier diese kleinen Teilchen sind nicht gleich lang. Das heißt, wenn wir die aufeinander legen, sehen wir, die eine Seite ist kürzer, die andere Seite ist länger. Darauf müssen wir achten. Und der gibt uns vor, dass die längere Seite, sprich diese Seite, auf der Innenseite sind. Also wir nehmen die so, unsere Gondel, stecken das hier rein, dann kurze Seite nach außen oder innen, ich weiß es nicht. Stecken hier dann das zweite davon rein, so dass es hält. Hier oben. Und dann fixieren wir das Ganze mit dem hier. So, und so sieht das Ganze dann aus, dass ich das frei bewegen kann. Sorgenanmerkung, dass das
runterfällt. Aber ich werde es sehen. So, wir fangen hiermit an. Dann muss ich muss immer wieder gucken, welches die kürzere ist. So komisch das vielleicht auch klingen mag. Das sehe ich teilweise leider nicht. Oder es ist schwerer für mich, das Ganze zu sehen. Ja, das geht aus optischen Gründen weg. Und dann haben wir hier das. So. Dann hier. Hier. Die kürzere Seite hin. Hier die nächste, das nächste. So. Dann haben wir die dritte. Dann nochmal. Huch. Zusammendrücken. Und hier das. Wir haben Nummer 4. Da. Brauchen wir das hier. Das kurze nach außen. Ich würde einfach mal schätzen, dass es außen ist. Dann nehmen wir dieses hier. Wenn ihr was wie ich gerade, ich hatte da eben das Plus draufstehen, weil ich nach dem Zusatz, also nach dem Ersatzteil gegriffen habe, was ja nicht schlimm ist, dann dreht es einfach nach innen. Das sieht man am Ende nicht, das ist nicht schlimm. So. Das hier und ein Tuch. Na komm. Und Stückchen für Stückchen einmal runterschieben. Und hier einmal, genau, ich habe einen vergessen. So. So, ihr seht, wie schnell das geht. Also es ist, wenn man die ersten zwei aufgebaut hat und die Handgriffe ungefähr drin sind, dann ist der Rest eigentlich nur noch eine Frage von Minuten. Ich würde fast schon Sekunden sagen. So, dann brauchen wir das noch. Nehmen unser letztes, stecken das hier rein. Hier, dann unser letztes Außenteilchen zum Fixieren und damit das Ganze auch hält, kommt das noch drauf. So, dann haben wir unsere 8 Gondelchen fertig. Jula! Kommen wir mal zum nächsten Teilchen. Wir brauchen die A10 und die A11. Das heißt, ich muss erstmal die Ablage suchen hier unten. A10 und A11. A11 ist so, das hier. Und das ist A10. Perfekt. Ist nicht schlimm. Wir haben noch eine A11 Plus. Zur Erklärung, warum ich sie jetzt wechsle. Wir haben hier so ein, also mir ist hier so ein kleines Teilchen abgebrochen. Das ist nicht schlimm. Ich könnte es noch benutzen, aber ganz ehrlich, ich habe ein Ersatzteil. Warum dann nicht einfach nutzen, wenn es nicht so schön rausgekommen ist? Die schieben wir jetzt zusammen. Und da kommt die A9 drauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal.
Vorher wachsen wir das hier komplett ein, weil das wird nämlich dann unser Griff, an dem wir das Ganze drehen. Sechsmal. Und die sollen sich halt bewegen. Eins. Deshalb muss es eingewachst werden. Zwei. Na komm. Drei. Vier. Fünf. Und sechs. Dann noch die inneren Kreise raus. So. Der will nicht. Falsch rum. Das kommt weg und das bleibt da. Und der letzte perfekt. Und dann muss auch der eingewachst werden, damit er ordentlich sich dreht. Und wir können ihn dann gleich draufstecken. So. So, der zweite. Der dritte. Huch. Der vierte. Der fünfte. Ich hoffe, ich habe auch genug zwischen, aber müsste eigentlich sein. Und dann ist es der sechste. Dass wir die alle haben. Das Wachs kann kurz zur Seite oder auch komplett zur Seite. Und wir nehmen die A7 beide. Das ist dieses Teil und dieses Teil. Und machen hier die Kreuze raus. Die Kreuze finde ich mega cool. Also. So. Und dann das Größere. Das müsste eigentlich leichter rausgehen, theoretisch. So. Und dann, wenn wir die gegeneinander legen, also wir müssen die gegeneinander legen und wir müssen darauf achten, dass die Motive außen sind. Und in das Kleine kommt jetzt dieses hier. Ich muss nur gucken, so rum. Und das kommt dann hier rein. So, dass es passt. Also, ich gucke jetzt mal, dass ich euch zeigen kann, wie ich das meine. Na komm. Perfekt. Und so, dass es sich noch dreht. Ihr seht, es dreht sich und es passt, wackelt, hat Luft. So kommt es dann hin. Dann kommen wir zu Bauabschnitt 2. Das war jetzt alles nur Bauabschnitt 1. Der nächste folgt jetzt. Wir bauen das ganze Zeug zusammen. Okay. Wir haben das hier. Das weiß ich ja. Brauchen wir die nochmal? Nein, das war die A. Genau. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Das war die A. Die packen wir in die B hinein. Genau, das ist die A. Die zweite Seite müssen wir dann auch noch. Ich bin gerade am Schauen, wie wir das am besten machen, weil ich versuche gerade hier durchzublicken, wenn ihr das seht. Und das haben wir schon, das haben wir hier drin. Und dann müssen wir das hier jetzt noch gleich vorbereiten. Das heißt, ich hole die erstmal raus, die D2, die A8 und die A12. D2 ist die hier. So, D hoch. D2
A8. A8 ist diese hier. Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Zum mal by the way und nebenbei. Nö, würde ich sagen, definitiv nicht. Ist okay, passiert. So, die D2, die A8 und die A12. Welche davon ist die A12? Die da. Die kleinere ist die A12. So, das hier raus, das hier hin und das kommt dann dazwischen, wenn ich richtig bin. So hin. Ich bin jetzt echt am Gucken, wie ungefähr das hinkommt. D2. A8 und die A12. Na komm. Die hält es dann tendenziell, würde ich mal sagen. Und die kleinste muss... Ach, die wachsen wir einfach alle ein. Bevor ich da irgendwas vergesse einzuwachsen und am Ende läuft es nicht. Ich würde mich ärgern. Und ich kenne mich, ich werde es nicht wieder auseinanderbauen. Also. So. Und so. Hier alles einwachsen ordentlich, dass ich das dann später bewegen kann. Wahrscheinlich wird sich alles nicht bewegen, aber das ist nicht schlimm. Das ist definitiv nicht schlimm. Lieber haben und nicht brauchen als andersrum. Dann können wir das hier nochmal einwachsen. Immerhin haben wir ihn und wenn wir ehrlich sind, reicht er für mehr als ein Projekt. Ich bin dankbar, dass es jedes Mal dabei ist, weil, einfach aus dem Punkt, man weiß nie, ob es der erste ist oder ob man schon vorher 1 oder 2 oder 5 gemacht hat. Da ist es halt immer ganz positiv, wenn man, wenn welche dabei sind. So. Die können wir dann einfach einfügen. Also hier reinstecken. So, so dass diese Teile, wo wir das extra Teilchen reingestopft haben, nach oben sind. Reingestopft ist auch so ein wundervoller Begriff dafür. So, und dann das hier noch. Das ist gar nicht so wackelig, wie ich dachte. Ich dachte jetzt, es würde mir ständig rausfallen und ich würde mich furchtbar, furchtbar, furchtbar ärgern. B1. Aber sie halten tatsächlich sehr, sehr gut. Ich bin positiv überrascht. Weil wir kennen alle diese fuddeligen, frickeligen kleinen Teilchen, die ständig rausfallen, die man dann halten muss, wenn man sie zwischen zwei Schichten klemmen muss. Und das kann mitunter schon anstrengend sein, vor allen Dingen, wenn es 8 Stück sind. Gott, sind das viele. So, so. So. Na komm, geh raus. Toll, jetzt ist es zersprungen. Na egal. Das hing jetzt ein bisschen. Also bei den kleinen Teilen ist es teilweise ein bisschen schwieriger, es rauszuholen. Aber es klappt eigentlich recht gut. Also
Ah, die Mitte habe ich vergessen. Seht ihr mal. Ich habe total die Mitte vergessen. So, dann noch. Dann die Seite noch anschleifen. Und mit dem Wachs ordentlich einwachsen, dass das auch schön funktioniert. Ihr wisst, nicht zu wenig. Und dann können wir das hier schon draufsetzen. Am besten auch so, dass es passt. Und darauf achten, dass wir jedes einzelne kleine von den Teilchen in ihren angestammten Platz befördern. So, wo steckt es noch nicht? Hier steckt es noch nicht. Mist! Warte kurz, ich bin gleich wieder da. Ich tauche nur mal kurz unter den Tisch ab und suche. Hab's gefunden. So, davor hatte ich so ein bisschen Schiss, dass mir das abhanden kommt. Wenn das Ganze nicht ordentlich steckt. Weil hier seht ihr, das ist... das hängt noch nicht richtig. Und dementsprechend muss man halt jetzt Stück für Stück schauen. Sorry, es war zu weit hinten. Also ich muss jetzt Stück für Stück schauen, dass die ordentlich hängen und dass die ordentlich stecken und mir die Teilchen nicht runterfallen. Weil das ist nicht im Sinne des Erfinders. Und irgendwie habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl, wenn ich die eine Seite drin habe, fällt die andere wieder raus. So, Okay, die sitzt, wo hapert's dann? An, hier vorne hapert's, oder? Ja, nee, daran nicht. Hier, die sitzt nicht. Vielleicht wird's etwas stabiler. Zu früh gefreut. Na komm, springt nicht alle wieder raus. Ihr wart doch drin. So, ich hab Mist. Okay, probieren wir es jetzt mal. Das hängt immer noch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Also das ist wirklich das erste Mal, dass ich bei diesen Sets am Überlegen bin, ob ich sie kleben möchte. Und das fände ich eigentlich schade, weil bis jetzt hielten sie immer ohne. Und ich finde dieses Prinzip, dass man nichts dafür braucht, eigentlich sehr gut. Ich habe das Gefühl... Wir wollen es nicht beschreien. Ich habe das Gefühl, dass es hält. So. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es hält. Es sieht gut aus. Es sieht wirklich, wirklich gut aus. Kommen wir zu Bauschritt Nummer 3. Genau, Bauschritt Nummer 3. Wir brauchen die A2 dafür. Das ist dieses hier. Das Teilchen kommt raus, das Teilchen kommt raus und dann diese Teilchen. So und so und so. Und dann so und so. Und so, das ist die A2, Motiv nach außen und wir brauchen die A3 zweimal
Und die A4 zweimal. Oh Gott. Notfalls, wenn es nicht klappt, bricht man es einfach raus. Wenn es nicht kaputt geht dadurch. Das war jetzt die A-Käsekuchen. Die A3. Das hier war die A3 und die A3 wird hier einmal benötigt und hier einmal benötigt. Und dann haben wir noch die A4 zweimal. Wo ist sie? Wo ist sie? Hier ist sie. Machen wir mal genauso. Wir brechen sie einfach raus. 1. Die kommt hier hin. Und hier ist die Nummer 2. Und die kommt hier hin. Käsekuchen. Okay, vergesst es. Ich habe es genau andersrum aufgebaut, wie es eigentlich aufgebaut werden sollte. Also. Hier das und... Genau, das sind die schrägen, die kurzen. Die kommen hier hoch. Das hier kommt auch hier hoch. Und das hier kommt hier vorne hin. Perfekt. Und das legen wir als I jetzt erstmal auf die Seite. Und kommen zum nächsten Teil, die A17 und die A18. A17, hier vorne das Teilchen. Und die A18, das kommt raus und dieses hier kommt raus und die werden dann zusammengesteckt. Und wir brauchen zweimal die A5. Das sind diese beiden hier. A5 und A5. So, na, kommst du wo raus? So, einmal und hoch. Dann ist hier Nummer 2. Einmal so und einmal so. Und wir brauchen das hier. Schmirgeln das runter, schmirgeln das ein bisschen runter, begradigen ihn hier. Huch. Dann hier vorne noch ein bisschen. So sieht das Ganze dann aus. Und hier soll Wachs drauf. So, hier einmal Wachs drauf und hier einmal Wachs drauf. Und dann können wir die Anleitung auch schon umdrehen. Schaut mal, wir haben die erste Seite der Anleitung. Yay! Das hier kommt hier rein. Wird hier reingesetzt und wir setzen die A19 vorne drauf. Vorher, ganz wichtig, ausgeschliffen ist es, in dieses Loch auch noch Wachs, dass das ordentlich funktioniert. So, und hier ist die A19. So, das Teilchen raus. Dann das hier. Das bleibt drinne. Ja, das bleibt drin. Das bleibt drin. Dann kommt nur noch der Kreis raus. Und das Ganze wird eingewachst. Habt ihr die Sachen auch schon gebaut
Und wenn ja, was mich mal interessieren würde, malt ihr sie an oder lasst ihr sie in Natur? Weil ich lasse sie ja immer Natura. Würde mich mal interessieren, ob ihr sie vielleicht oder ob jemand von euch sie anmalt. Und wie das dann aussieht. Würde mich echt mal interessieren. So, und das setzen wir dann hier vorne drauf, so dass er hier durchsteckt. Und natürlich, dass die vier Nupsis halten, dass er sich drehen kann. So. Dann drehen wir das Ganze um. Und wachsen auch hier zu Genüge. Vor allen Dingen hier außenrum. Denn da kommt jetzt die D3 drauf und dann die A13. Dieses hier ist die D3. Dann ist die Platte auch schon leer, weil das sind die Reste. Unsere zweite leere Platte für heute. Ja, erst die zweite. Die wird dann auch ordentlich eingewachst. So. Und die kommt dann hier vorne drauf. So. Und dann kommt die A13. Das ist dieses hier. So, perfekt. Und das kommt dann, da sich das nicht entgegensetzt, also da sich die beiden, das hier und das hier, bewegen sich nicht gegeneinander, sondern sie liegen nur aufeinander. Das heißt, ich muss es nicht einwachsen. Ich kann es direkt drauf stecken. Und dadurch, dass sie versetzt sind, sieht es dann so aus. So, dann haben wir jetzt, das nennt sich Y. Egal, wir haben es. Drehen es um und brauchen die A6 dreimal. 1, 2 und hier unten. Einmal das Plus raus. 1. Müssen wir das irgendwo einwachsen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Soll auf jeden Fall oben drauf. Nee, muss nicht eingewachsen werden. Ist nicht größer als das, als die untere Platte. So. 2. Und dann haben wir hier Nummer 3. Und da drauf kommt dann hier unser Griff. Und wir sehen, wenn wir drehen, bewegt sich das. Legen wir erstmal zur Seite, denn wir machen die untere Platte. Dafür brauchen wir die hier, das ist B3. Und unten drunter die C5, das ist diese hier. Das heißt, diese Platte ist schon fertig. Wir haben nur noch das hier und das wird auch gleich verbraucht. So, das kommt dann genau hier drunter gelegt. Und wir haben die C7er, zwei Stück. Die müssen wir jetzt nur noch hier rauskriegen, ohne irgendwelche Probleme. Schaut euch mal an, wie dünn sie sind. Nicht, dass sie kaputt gehen. Die stecken wir jetzt hier rein, so dass es unten durchgeht. Komm, geh durch. Perfekt. Ja, passt, wackelt. Wird schon, denke ich. Die zweite davon
kommt dann hier hin. Perfekt. Und dann brauchen wir die B, die hier ist auch leer. Die B4 ist hier hinten. Super vorsichtig rauslösen, dass uns die nicht, ich bin echt am Überlegen, ob ich das drumherum Holz breche. So, wir haben es draußen am Stück, bevor es echt noch auseinanderbricht. Das wäre mega, mega schade. Das setzen wir jetzt hier ein. So, die pieksen übrigens. Ist mir gerade mal aufgefallen, die pieksen. Klingt vielleicht albern, ist aber so. Eins und zwei und die B-Platte ist auch leer. Perfekt. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, welches B6 ist, aber das ist nicht schlimm. Das hier kommt hier hin, da die ja kein Außen und kein Innen haben. Das ist ja eigentlich egal, es geht nur darum, dass dieses hier, also ihr seht, hier ist eine Kante und die soll hier sein. Das ist einfach nur wichtig. Laut Bild. Perfekt, dann haben wir die Platte auch schon und können zu den letzten Schritten kommen. Ich bin begeistert. So, wir haben unser Riesenrad und setzen dann hier vorne unsere letzte Dings drauf. Na komm, so, perfekt. Hält, passt, wackelt, hat Luft. Und dann die Art 16. Unsere letzte Platte ist fertig. Das heißt, wir sind gleich durch. So. Und das setzen wir dann hier vorsichtig auf, dass uns das nicht kaputt geht. Nichts abbricht, es ordentlich reinklackst. Na komm, na komm. Na komm, du kleines Teilchen. Denkt dran, sachte drücken, nicht, dass euch was abbricht. Und ordentlich. Und ich würde mal sagen, we are ready. Das war's. Das ist unser kleines Teilchen. So sieht's aus. Ey, wir haben nur eine Stunde und 14 gebraucht. Diesmal ging es viel schneller. Also eine gute halbe Stunde schneller, glaube ich. Und so sieht es aus. Und wenn ich es bewege, am besten im Stehen. Also im Liegen funktioniert es nicht so gut. Und tatsächlich hängt es. Woran hängt es? Ah, ja, okay, ich sehe es. Nein, ich sehe es nicht. Es klappt. Ab und zu mal hängt es, aber eigentlich so alles in allem. Habe ich das nicht ordentlich befestigt? Nö. Sitzt eigentlich gut, würde ich so mal sagen. Huh, mir ist gerade ein, damit ihr wisst, was los ist, das hier ist mir gerade auseinandergefallen. Das ist rausgeplumpst, ist aber nicht schlimm, können wir wieder reinpacken. Die gehen nicht mehr raus. Und ansonsten bewegt er sich. Und ja, ist jetzt schwierig zu sehen, aber die hier bewegen sich. Die bewegen sich richtig gut frei. Er hier bewegt sich richtig. Also ich fand den Schmetterling schöner. Vom Aufbauerlebnis auch cooler. Aber
Aber ich finde ihn jetzt nicht schlecht. Ich finde ihn eigentlich total cool. Für jeden, der keine Schmetterlinge mag, ich verstehe es nicht, aber nein, für jeden, der das toll findet, das ist mega cool. Das sieht ultra schön aus. Der Schmetterling war halt einfach mal zum Vergleich, nochmal zur Erinnerung, das ist der Schmetterling und das ist, ich hoffe, ich war die ganze Zeit im Bild und das ist der hier. Deshalb habe ich das so weit hochgeschoben, dass wir das sehen. Der Schmetterling bewegt sich halt so und das hier bewegt sich halt so. Aber ich finde es mega cool. Also für, was hat er gekostet? Oh Gott. Lasst mich mal bitte gucken. Ich glaube, ja, für 3,99 müssen wir uns ins Gedächtnis rufen. Es ist mega cool. Es ist eine schöne, nette Spielerei. Es ist ein schönes, nettes Aufbaupuzzle. Ich finde es genial. Wie findet ihr es? Schreibt mir super gerne was in die Kommentare. Ihr wisst, ich liebe es, eure Kommentare zu lesen. Ich freue mich über jeden einzelnen, auch wenn das Antworten manchmal echt lange dauert. Ich danke euch für eure Geduld. Das ist auch nicht böse gemeint. Manchmal komme ich einfach nicht hin. Das ist dann... Aber ich lese jeden einzelnen Kommentar und ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar. Ja, wollte ich nur nochmal angemerkt haben. Nicht, dass ihr denkt, ich würde euch vergessen. Niemals. Definitiv nicht. Ich mache es ja für euch. Und also, weil es mir Spaß macht und weil ihr euch freut. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. So, also schreibt mir super gerne einen Kommentar. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Video super gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Ihr kennt das Spiel. Und falls ihr von mir nichts mehr verpassen wollt, denn ich habe immer noch keine festen Upload-Tage, da habe ich mich noch nicht ganz eingependelt, abonniert doch einfach den Kanal. Dann kann YouTube euch jedes Mal informieren, sobald ich was Neues hochlade. Klar, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr hundertprozentig informiert. Und ja, dann seid ihr einfach auf der sicheren Seite und verpasst nichts mehr. Es kommt von dem nämlich noch der Globus. Ich freue mich, ich hoffe, ihr freut euch auch. Habt einen wunderschönen Tag, genießt eure Zeit, bleibt kreativ und wir sehen uns.